Ja, herzlich willkommen zu Planet Chamber Music. Heute möchte ich Ihnen die Winterreise von Franz Schubert vorstellen. Das ist ein sehr berühmter Zyklus mit Liedern, 24 Lieder. Die hat der Schubert ein Jahr vor seinem Tod geschrieben, 1827. Ich habe so ganz spezielle Ansichten zu diesem Zyklus und die werde ich Ihnen gleich mal vertellen. Vorher geht es erstmal darum, es ist sehr viel über diesen Zyklus schon geschrieben worden in verschiedenen Ausführungen. Es wird immer wieder Neues entdeckt. Und als ich angefangen habe, mich mit diesem Zyklus auseinanderzusetzen, bin ich natürlich auch mit dem konfrontiert. Dazu die 200 Aufnahmen, die es gibt von diesem Zyklus. Jeder, der ihn hört, jeder, der ihn singt, hat eine andere Meinung. Ich habe auch meine eigene. Und ich nutze das heute mal hier, um Ihnen meine Idee mitzuteilen. Das ist wirklich ein äußerst geniales Werk von Franz Schubert über einen Text von Wilhelm Müller, der sich in vielen Auslegungen sich nicht entzieht, für Bearbeitungen offen ist und eigentlich immer eine dankbare Sache darstellt, wenn man ihn konzertant aufführt. Wie gesagt, es gibt verschiedene Ideen, wie dieser Zyklus zu sein hat. Es gibt die politische Deutung, wo man dann in jedem Lied die Anklage an das Metternich-System oder als die Dissidentenverfolger im Lied, die Krähe, ob man dann darauf referiert, dass Schubert eines Nachts also nur durch einen Tipp einer Razzia entkam, weil er doch eine gewisse Nähe zur Opposition pflegte. Für mich ist das alles etwas schwierig, wenn ich das als Sänger Ihnen vortragen möchte. In erster Linie sind es Lieder und ich möchte eigentlich, dass gewisse Sachen, die zeitlos bleiben, nämlich die Liebe, die bei diesen Abhandlungen eigentlich kaum zu Wort kommt, für mich als Sänger das Nonplusultra sind. Wenn ich mich darüber informiere, dass die Winterreise 24 einzelne Lieder sind, die als Seinszustände eigentlich keiner Geschichte folgen, sondern am Orte treten und eigentlich wie zusammengebaut sind, dann finde ich das erstmal ein bisschen ernüchternd, wenn ich die Schöne Müllerin zum Beispiel, ein anderer Liederzyklus von Franz Schubert, oft singe und dort halt eine Geschichte erzählt wird. Dann möchte ich diese Geschichte auch bei der Winterreise erleben. Und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, dass ich, wie im letzten Lied, der Leiermann, dass ich das selber bin. Also, dass ich sozusagen jemand bin, der seine Liebste verloren hat und durch Lebensumstände in eine Richtung getrieben worden ist, die ihn ins Unglück geschickt hat. Er hat also seine Liebste verloren, er hat einen Fehler begangen oder die Umstände, wie gesagt, haben zu einem Fehler geführt. Das führt ihn auf eine Wanderschaft, die ihn, wenn man, wie das halt so ist, wenn man einen Fehler begeht, man kratzt immer an der Wunde, die in der Vergangenheit stattfindet. Und das passiert in diesen 24 Liedern. Also Schubert kratzt 24 Mal an der Wunde, um herauszubekommen, was denn schiefgelaufen ist, bis er dann halt am Ende als Leiermann auf dem See vereinsamt, spielt's noch einmal Sam, willst zu meinen Liedern deine Leier drehen, mit sich selber sprechend, also langsam verstirbt. Für mich ist das eine Odyssee, er hat diesen Zyklus schon 100 Mal durchlebt, anders als jetzt zum Beispiel bei der Schönen Müllerin, wo ja das im Moment erlebt wird, ist die Winterreise, genau wie die Dichterliebe von Robert Schumann, auch ein Zyklus, der schon erlebt worden ist und ich sozusagen rückwirkend erzähle. Das heißt, also ich bin nicht mehr impulsiv, ich habe da schon also nicht den Frieden, aber ich habe damit immerhin schon eine Verarbeitung gehabt und eine Verarbeitung hat stattgefunden. Deswegen nehme ich mir auch hier nicht wie in der Müllerin das Leben im vorletzten Stück, wo der Müller ja in den Bach geht. Hier sind es die Nebensonnen, wo er halt aber sagt, die drei Sonnen, die am Firmament stehen oder die drei Sonnen, die ihm gehörten, zwei davon sind untergegangen. Das sind natürlich die Augen der Geliebten und die dritte Sonne soll auch untergehen, was er sich wünscht, zu sterben. Er möchte alt werden, er möchte sterben, er möchte ein Greis sein. Andererseits hat er aber nicht die Chuspe, er hat nicht den Mut wie der Müller, sich auch tatsächlich das Werther-mäßig das Leben zu nehmen,
sondern zieht es bis zum Ende durch, bis er dann halt sonderbar als Leiermann vereinsamt. Ja, das sind so die Ideen, die ich mir überlegt habe, die die Sache, wenn ich einen Liederabend gebe oder wenn wir als Liedersänger auf der Bühne stehen, die Geschichte, die hinter den gesungenen Liedern stehen, müssen auch für mich wie in einer Oper, Schubert war eigentlich Opernkomponist und diese Zyklen sind eigentlich kleine Opern, finde ich das äußerst gerechtfertigt, sich auch eine Geschichte drumherum zu basteln, um spannend die Lieder auch zu verschachteln. Es gibt Möglichkeiten, in meiner Bearbeitung für Klaviertrio habe ich das ein bisschen hörbar gemacht, dass verschiedene motivische Querverweise, die vielleicht gar nicht gewollt waren von Schubert, aber irgendwie auf der Hand liegen, hörbar zu machen. Jetzt zum Beispiel durch zwei Streicher habe ich das gemacht. Für mich sind die innerlich immer da und mir geben sie eine Subebene, die also einen Liedvortrag interessanter gestalten, weil halt ein anderer Film bei mir abläuft als das, was ich eigentlich singe. Also ich bin nicht so großer Fan von der Doppelung, also Wort mit Musik zu doppeln, was ja Schubert auch eigentlich nicht so tut, aber man kann das halt forcieren, dass man halt bestimmte Wörter halt nochmal mit der Stimme nachdrückt. Ich bin eher der Meinung, das Wort sagt, was es sagt, und dann schaut man, dass man mit der Stimme eher die andere Ebene bedient. Das ist also wirklich alles sehr verzwickt und alles aber auch sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, dass Sie da heute eine große Freude haben werden bei meiner Interpretation der Winterreise. Übrigens ganz, ganz spannend, dieser Flügel hier ist von 1824, drei Jahre vorm Tod von Schubert. Das ist also ein Originalinstrument, ein Original-Hammerklavier aus dieser Zeit. Der Klangeindruck ist genau aus der Zeit von Franz Schubert. Und wir machen auch eine ganz besondere Fassung, ist die Urfassung. Also nachher wurde über Verleger die Tonarten angepasst, auch erleichtert. Bestimmte Lieder waren zu hoch oder zu dramatisch und haben dann einen anderen Gestus gehabt, wurden also runtergesetzt. Wir haben das heute mal so gemacht, dass wir diese Ursprungsfassung spielen, wo bestimmte Sachen halt in einer anderen Tonart stehen und dadurch dann auch andere Reize entstehen. Ja, wir haben zum Beispiel das letzte Stück in H-Moll und nicht in A-Moll. Zum ersten Stück D-Moll hätte ich dann so eine Dominant-Tonika-Geschichte. Das war meine Idee als Zyklus. Er hätte das noch verbunden. Ich habe dann einfach das erste Stück mit der Leiermann-Quinte anfangen lassen. Jetzt hat man halt H-Moll in der Originalfassung. Auch das haben wir, Jan und ich, rausbekommen. Ist sehr reizvoll, wenn man das aneinander klebt. Ob sich dann das Konzept so einhalten lässt, ist eine andere Sache. Was aber sicherlich für Sie spannend ist und für mich ganz wichtig, Lied 1 bis 23 als Erzählung und Lied 24, der Leiermann, als der Jetzt-Zustand, der Status quo, wo er sich jetzt befindet. Da endet die Geschichte, die ist beendet worden, und der Leiermann ist das, was in Jetzt stattfindet. Deshalb nehme ich an diesem Moment auch die Arme runter, um das zu trennen. Also ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Winterreise und bleiben Sie gesund.